Ich fahre zum ersten Mal Roller. Ich muss eigentlich meinen Schlüssel nicht dabei haben, wenn ich mein Handy dabei habe. Du, die Batterie hat eine Lebensdauer von so etwa 40.000 Kilometern. Mhm. Kettlebell Swing. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute featuring Oscar, mein Sohn. Wir sind ziemlich aufgeregt, denn wir bekommen heute zwei Elektroroller von der Firma Kumpan. Deswegen steht da oben auch Werbung, denn wir bekommen die zur Verfügung gestellt, um ein bisschen schön in der Gegend rumzufahren. Ich habe vorhin überlegt, wann bin ich überhaupt mal Roller gefahren. Ich glaube, zum letzten Mal vor ungefähr 24 Jahren in Italien. Wird also spannend. Frische, nagelneue Elektroroller, die wir jetzt hier gleich aus diesem Gefährt auspacken werden. Und zum neidisch werden hier nochmal kurz ein Blick auf die Kulisse, wo wir uns gerade befinden am schönen Bodensee. Aus Remagen angereist sind hier der Patrick und die Maike. Du bist für Marketing zuständig, genau. Und du bist einer der Chefs? Genau, ich bin einer der drei Brüder, okay, die Kumpan gegründet haben. Aha. Zeig mir mal gerade, was ihr uns mitgebracht habt. Das jüngste Modell aus der Kumpan-Familie, das ist der Inspire. Mhm. Und direkt daneben haben wir den Iconic. Das ist der schwarze. Und die dürft ihr gleich mal fahren. Wow, Excitement. Bin gespannt. So, jetzt haben wir die drei Dinge ausgepackt. Ich habe beim Auspacken spontan gesagt, Mann, sind die groß. Patrick, möchtest du uns mal vielleicht als erstes erklären, was wir da für drei Geräte haben? Ihr habt hier einen Inspire und einen Iconic. Es sind alles drei Kumpan-Modelle, die der RI-Serie entstammen. Top Gelb, mhm, aktuell hoch im Trend, ist der für Oscar und der schwarze ist für dich. Den Schlüssel hast du schon? Der liegt hier drin. Einfach bewegen. Jetzt erkennt er schon, dass er in Aktion ist. Und jetzt musst du hier einfach nur auf Start drücken. Display geht an. Und jetzt Sicherheitsfrage, bitte beide Bremsen betätigen. Jetzt ist es schon. Kein nerviges. Du kannst jetzt schon Vollgas geben. Das andere, was total wichtig ist, es gibt noch eine Key-App. Die Key-App, die laden wir dann gleich aufs Handy. Und damit kannst du dann auch dich auf den Roller einfach setzen, in die Richtung bewegen und damit sofort losfahren. Dann brauchst du überhaupt keinen Schlüssel mehr. Das ist natürlich keyless-Job. Viel cooler. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Rollern? Inspire, mhm, der gelbe hier. Ja. Der ist unser Einstiegsmodell. Okay. Der liegt preislich bei 3.990 Euro. Mhm. Er kann bis zu drei Akkus mittragen. Mhm. Allerdings musst du jedes Mal umstecken. Okay, also wie lange hält so ein Akku? Du, offiziell gibt es da so eine Prüfnorm, mhm, und die erlaubt uns die Angabe von 62 Kilometer Reichweite anzugeben. Genau. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel man gefrühstückt hat. Okay. Was man ob im Winter oder im Sommer fährt, okay, und vor allen Dingen bergauf, bergab. Okay, und der andere? Der andere fährt auf 45 Topspeed, mhm, hat allerdings den riesen Vorteil, dass er bis zu drei Akkus mit sich trägt, die automatisch balancen und wechseln. Das heißt, du kannst mit einem Akku, vollen Akku, mit einem niedrigen Akku zugleich fahren. Also ich packe drei Akkus rein und fahre 180 Kilometer weit oder von mir aus 120. Ja. Okay, die will ich jetzt mal sehen. Da hast du wirklich nur einen Akku, weil so sieht das Stecksystem genau aus. So, und beim anderen hast du drei Steckplätze. Mhm. Okay, und die sind dann alle drei aktiv und verwalten sich dynamisch. Genau. Dieser Dad, Akku Marketing. Da kann man auch, wenn man will, praktisch trainieren mit, ne? Ja, klar. Ja? Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck, ja, des Ganzen. 10 Kilo? 10 Kilo. Kettlebell Swing. Ich krieg den mit den dreien. Das ist der männliche. Der männliche, genau. Das ist der bübliche. Das andere ist das Küken. So haben wir ihn getauft. Küken. Du hast hier ein Tempomat. Ja. Und einen Getränkehalter fürs Kleingeld, um im Supermarkt irgendwie auch irgendwas einzukaufen. Ich fahre zum ersten Mal Roller. Hilfe! Ja. Alles klar! Okay.
hast du natürlich einen Vorteil ohne Haare hier unter dem Helm. Ach so, ja, du siehst natürlich sofort hier gesmashed aus. Deine erste Rollerfahrt, oder? Ja, Mann. Und das gleich mit so einem Teil. Ja. Wie war's? Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich muss sagen, also ich hatte am Anfang sehr viel Schiss irgendwie, so wie in der Fahrschule auch. Aber es war, also es voll einfach so, ja, unkompliziert zu bedienen. Es macht so viel Spaß und es ist alles so richtig intuitiv. Also ich habe auch vorhin den Tempomat kurz ausprobiert. Ah. Und dann dachte ich mir so, okay, und wie komme ich jetzt wieder raus? Ja. Und dann habe ich gedacht, wie ist es denn beim Tesla? Mhm. Bremse tippen, Bremse getippt. Da ist der Tempomat auch. Ja, ich bin ja auch ewig nicht mehr gefahren, deswegen kam man an die erste Kreuzung, dann dachte ich irgendwie, muss man jetzt die Hand rausstrecken? Ich bin ein Fahrradfahrer, ich kenne das nicht. Ne? Aber ich habe dann sofort hier gefunden, dass man da blinkt und so. Eine Hupe haben wir auch gefunden. Ich hatte den Eindruck, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Berg hochfährt, dann verbraucht er einfach nur mehr Batterie, aber das macht ihm nichts. Nee, voll nicht. Der fährt genauso schnell den Berg hoch wie... Gar nicht gejuckt. Genau. Vor allem, ich finde es immer richtig nervig, wenn so die Leute in meinem Alter mit ihren aufgetunten Tröten rumfahren. No front. Aber ich finde es viel besser, wenn man einfach so davon zieht. Ja. Also erster Eindruck, super. Ich habe auch noch viel Saft, also wir können noch eine Weile rumfahren. Ja, Mann. Top. Du und deine Brüder, ihr macht das seit wann? Du, wir haben 2010 gegründet. Okay, und du bist tatsächlich für die technischen Sachen zuständig? Genau. Deine Brüder, was haben die so für Aufgaben hauptsächlich? Der Philipp, der Kleinste, der kümmert sich um den Vertrieb und das Marketing. Und der Daniel, der macht bei uns die Finanzen und das Controlling. Bist du der Älteste? Und, ich bin der Älteste. Genau. Sind es jetzt so Roller, die werden in China gebaut und dann in Korea zusammengeschraubt und dann macht ihr hier so Kumpan drauf und dann sind es deutsche Roller oder so? Genau das nicht. Wir haben mittlerweile bei uns 25 Ingenieure, die Software, Hardware und Elektronik entwickeln. Es wird auch in Deutschland nämlich in Remagen assembliert und da wird wirklich teilweise Baugruppen, aber insbesondere halt der Roller 1:1 zusammengebaut. Zusammengebaut. Die Batterien? Ja. Sind die vielleicht wenigstens dann aus China? Nein. Auch die Akkus kommen aus Deutschland. Das, was allerdings aus Fernost kommt, das sind die Zellen. Die kommen aus Asien und die werden am Schluss hier in unserem Pack zusammengebaut. Gibt es da mal irgendwie eine Aussicht, dass man auch Zellen in Deutschland herstellen kann? Ja, da passiert momentan sehr viel. Wir sind ja auch Teil der Battery Alliance und mit einem Projekt in Schweden sehr eng verbunden. Habt ihr da prominente Unterstützung? Da haben wir sehr prominente Unterstützung. Das ist nämlich der Peter Karlsson von Northvolt, der diese Gigafactory gerade aufbaut. Und da hoffen wir doch, dass wir sehr, sehr, sehr bald europäische, nachhaltig produzierte Zellen in unsere Produkte integrieren können. So, jetzt habe ich wirklich mal ausführlich getestet, einige Fahrt gemacht und möchte mal einfach spontan 10 Sachen zusammenfassen, wie mir das Ding gefällt. Also, vom Spaß her, ganz große Klasse. Es ist total einfach zu bedienen. Ich bin noch nie Roller gefahren, draufgestanden und Strom gegeben, sozusagen losgebraust. Super. Spaßfaktor auf jeden Fall. Die Geschwindigkeit mit 45 Stundenkilometern oder vielleicht ein paar zerquetschte mehr oder weniger ist mir absolut ausreichend. Allerdings, wenn man aus dem Ort rausfährt und dann fahren die Autos alle 70, 80 oder noch schneller, dann wird man schon leicht auch mal zum Hindernis und dann hat man eine kleine Schlange hinter sich. Da kann ich die Leute verstehen, die gerne noch schnellere Fahrzeuge hätten. Reichweite, muss ich sagen, mit den drei Akkus, wenn man die alle auf 100% hat und hier in Reihe geschaltet da reinsteckt, dann hat man eine Reichweite von 120 bis 150 Kilometern. Das reicht mir jetzt auf jeden Fall mal. Nettes Feature finde ich natürlich den Handyschlüssel. Das kennen wir vom Tesla. Ich muss eigentlich meinen Schlüssel nicht dabei haben, wenn ich mein Handy dabei habe. Laden habe ich nur einmal kurz probiert. Ihr seht hier vorne, kann man das Ding entweder direkt anschließen oder man nimmt eben die Akkus raus und steckt die dann zu Hause an die Ladestation an. Es dauert eine Weile, bis das Ding voll ist, das muss man sagen. Also über Nacht laden sollte man schon. Eine kleine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat. Hier seht ihr, kann man die Beifahrer Fußstützen rausfahren und wieder reinklicken. Die sind mir einige Male von alleine aufgegangen, weiß nicht, durch Rütteln oder so. Der Patrick hat ja gesagt zu uns, da sind sie dran, dass das noch besser funktioniert. Man kann ziemlich viel noch einstellen, zum Beispiel auch
Bremswirkung, Rekuperation. Wenn ich vom Tesla gewohnt bin, da war so mein erster Eindruck immer, wenn man vom Gas geht, hups, hoppla, das bremst ja wahnsinnig. Das finde ich jetzt nicht so stark, bei weitem nicht so stark hier. Insofern Rekuperation kann ich auch nicht so richtig beurteilen nach dieser kurzen Phase. Naja, und wie nicht anders zu erwarten bei einem Elektroroller, die Beschleunigung, wie man es kennt, gefühlvoll, aber mit einer ordentlichen Beschleunigung. Ich habe auch immer das Gefühl, eigentlich wird da bei 45 einfach zugemacht. Das Ding würde auch noch weiter beschleunigen. Das hat noch mehr Saft drin. Das macht natürlich Spaß. Und wie beim Tesla, die Kombination aus Beschleunigung und Stille. Es ist einfach wunderbar, wenn man mit so einem Ding dann davon braust und es macht eben kein Geknatter. Ich weiß, echte Männer fahren Verbrenner, bin ich halt kein echter Mann. Sei es drum, ich bin auch nur dieser Dad. Wir hatten viel Spaß, der Oskar und ich. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Wenn ja, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Kumpanrollern, überhaupt von Elektromobilität oder von dieser Dad haltet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.